Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Forex Pro Systeme Live Trading mit Thorsten Helbig. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FXLED. Ich freue mich, dass Sie so früh am Morgen live dabei sind. Wir schauen uns den Risikohinweis an. Dieses Webinar dient nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Bitte nicht als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen. Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen, das ist ganz wichtig. Gut, dann lieber Thorsten, übergebe ich sehr gerne den Bildschirm. Wünsche viel Erfolg, viel Spaß, wenn irgendwas ist, wenn du dich einsam fühlst. Ich bin im Hintergrund. Wenn ich mich einsam fühle, dann bleibst du bitte schön im Hintergrund. So, wie mein Bildschirm sehen. Na gut. So. 1, 2, 3. Ah, so viel kannst du zählen. Deswegen muss ich das immer ein bisschen testen. Wen haben wir denn hier alles? Muss ich mal gucken, wer hier anwesend ist, damit ich aufpasse. Ich höre dich nicht mehr. Bisschen mit den Märkten hier. Hä? Wir haben dich eben nicht gehört. Jetzt bist du wieder da. Ja. Warte mal, ich gehe mal auf Nummer sicher. Wen haben wir noch hier, hast du gesagt, und dann warst du weg. So, ja, ich habe hier ein Headset mit allen möglichen Sachen verbunden und manchmal springt das dann irgendwie um, warum auch immer. Okay, dann einfach schreien. Gell, wenn der Ton weggehen sollte. So, wir werden uns heute Morgen mit zwei Sachen befassen. Und zwar einmal ein bisschen auf den DAX schauen, der mir ein bisschen Kopfschmerzen bereitet seit gestern. Wir haben ein massives Long-Setup gestartet, letzte Woche schon, Ende letzter Woche. Dieses Short-Setup gestartet, sorry. Und dieses Short-Setup sollte laufen bis Minimum wieder an dieses Tief. Gestartet sind wir hier oben in diesem Bereich bei 13.565. Der ein oder andere hat es vielleicht gelesen. Ziel sollte sein, die 13.30. Wir sind von hier oben gekommen. Wir wollten an die 13.330, wollten dann wieder hoch an die 13.560. Und dann sollte das massiv nach unten gehen. So war unser Plan. Diesen Plan hat der Gute jetzt nicht mitgemacht. Er hat diese Nummer hier nach oben ausgebrochen oder ist nach oben ausgebrochen. Das scheint er jetzt etwas zu revidieren, nachdem er hier ganz knapp unter der 13,8. Wir haben vor zwei Wochen noch von 13,6 geredet, von neuen Allzeithochs über der 13,6 und jetzt haben wir schon die 13,8. So schnell kann es gehen. Wir müssen, um dieses Viech hier, muss ich ja fairerweise mal sagen, zu verstehen, müssen wir uns mal durch mehrere Zeitebenen hetzen. Und das haben wir gestern schon einmal gemacht. Und damit kann man jetzt gucken, wo man will. Wir haben im Moment, nachdem wir diese Nummer nach oben gemacht haben, nicht unerhebliche bärische Signale. Ich weiß, der eine oder andere sagt, zeigt mir jetzt einen Vogel und sagt, ey Macke, bist du nicht ganz dicht? Wir sind, du hast immer gesagt, über 13,6 denkst du um.
Dann müssen wir uns auf die Bullenseite schlagen. Ja, bin ich auch dabei, aber ich habe noch kein bullisches Szenario für mich. Ihr wisst, ich habe den DAX mittelfristig, DAX, nicht den DAX, nicht den Dackel, sondern DAX mittelfristig und nicht kurzfristig. Und dazu, um überhaupt ein neues Szenario hinzukriegen, warte ich bis morgen Abend. Wir haben zwar den Ausflug nach oben gemacht, da, der hätte bis hierher gehen dürfen. Da oben drüber haben auch unsere Stops gelegen, die er dann gestern wegrasiert hat. Leider Gottes. Und jetzt über Nacht ein Bruch nach oben, ein Fehlbruch eventuell, weil die Nummer holt er sich gerade wieder zurück. Ich gucke mir den Verlauf hier heute ganz entspannt an und warte ab, was passiert. Da. Was passiert in diesem Bereich? Und wenn wir uns das jetzt hier mal angucken, werden wir sehen, kriegen wir heute Abend einen Schlusskurs unter der 13.630. Sprich, wir kriegen, er muss nur in Gänsefüßchen nur 80 Punkte fallen. Das ist kein Akt für den kleinen gestreiften Gesellen hier. Er muss nur 80 Punkte fallen. Und schon haben wir im Daily ein bärisches Engulfing. Und der ganze Zauber da oben raus, gestern mit einer einzigen Tageskerze, erweist sich als Fake. Und wir könnten durchaus in dem Moment, wo wir hier unten drunter fallen, ich ziehe die rote Linie mal dahin, da, wenn wir da drunter fallen, das ist auch das Zwischen Hoch, was er hier mal gemacht hat, wo er einmal ganz oben ganz kurz oben drüber gelugt hat, ist dann hin und die ganze Kiste kann sich wieder auf links drehen. Und dann wird der eine oder andere Bulle blöd aus der Wäsche gucken. Also muss man sich diesen Jungen heute hier ein bisschen in kürzeren Zeiteinheiten zu Gemüte führen. Und ich werde meinen Plan in der Form jetzt etwas ändern, aber der ist noch nicht endgültig. Okay? Ich mache jetzt mal spaßeshalber einen Plan, den ich hier gerne hätte. Zack. Und zwar nehmen wir so, wenn das ein Fake sein sollte, dann haben wir, ja, ich mache das gleich wieder so wie gestern, nachdem wir uns den Euro angeguckt haben. Okay? Dann würde das in dem Fall jetzt im Stundenchart heißen, dass wir circa heute späteren Nachmittag schon hier unten landen, da unten drunter. Und dann fängt das Setup an zu greifen. Und dann sollten wir da runter. So. Und dann da hoch. Vielleicht können wir auch da oben noch eine Weile rumtun und dann da runter. So, das ist mein Plan. Den werde ich nachher etwas beschriften, aber erst im zweiten Schritt, wenn wir soweit sind und das im Euro gemacht haben. So wäre jetzt momentan
mal ein Plan. Voraussetzung ist, wir kriegen heute Schlusskurse unter dieser Linie hier. Da unten drunter. Die werde ich nachher ebenfalls beschriften. Ich habe dafür schon mal was vorbereitet. Habe hier der frühe Fänger vögelt den Wurm. Ich habe gestern ein paar Sachen automatisiert und die bleiben da auch drinne und die werde ich auch dort handeln und werde die auch peu à peu ziemlich zügig hier nach unten aufstocken. Und wo ich jetzt meine Malerei? Da. Massiv aufstocken würde ich in dem Fall, wenn wir unter 13,630 landen. Meine Denke nachvollziehbar? Kann man die ein bisschen verstehen? Wenn alles schläft und einer spricht, das nennt man bei uns Unterricht. Conny, rufst du mal den Wolle an, dass er den Nelson weckt? Ach so, ich sollte das auch verstehen. Ja, verstanden. Okay, also wir haben zusammengefasst, wir haben hier einen schönen Bereich hier, der hier oben rumgeeiert ist. Immer in diesem Bereich so um die 13,6. Fehlausbruch 13,8. Wenn sich das als Fehlausbruch darstellt, das sehen wir heute im Daily, wenn wir heute ein bärisches Engulfing bekommen. Und denkt bitte heute Abend daran, wenn ihr auf den Chart guckt, auf den CFD-Chart, logischerweise, wenn wir heute Abend in den Abendstunden einen Kurs unter 13,630 haben, dann ist diese Kiste ziemlich sicher. Okay. Aber diese Signale sollte man abwarten. Ich habe bei solchen, ja, genau, Lutz, 22 Uhr. Wir müssen ja hier im CFD schauen, wenn wir den Kurs 17.30 Uhr nehmen, dann dürfen wir auch den Eröffnungskurs erst um 9 Uhr nehmen. Da müsste man sich die Geschichte von angucken und dann blenden wir ja diesen ganzen Zinnober hier komplett aus. Alles, was er hier jetzt gemacht hat, blenden wir ja dann aus. Da, hier in dem Bereich hatten wir gestern den Schlusskurs. Das heißt, Frankfurt wird nachher mit einem kleinen Downgap öffnen, was die Kurse auch nochmal kurz nach oben spülen könnte. Ne? Auf jeden Fall ist der Lauf bis hier runter, sage ich mal, fast zwingend. Wir sollten wenigstens bis dahin kommen und besser sogar bis hier runter an das alte Allzeithoch in den Bereich 13.609. Das sind noch 100 Punkte bis nach unten. Deswegen habe ich euch eben auch gezeigt, die Position, die ich da pyramidisiert eingegeben habe, die über Nacht gegriffen haben. Sowas automatisiere ich über Nacht und lege mir dann, wenn so eine Moves da sind, lege ich mir dann so eine Limits hin und lasse die dann schön Stück für Stück fallen. Okay. Vielleicht schaffen wir es nachher noch einen kompletten Plan zu machen hier. Ansonsten würde ich hier nachher einen Plan machen und den Plan erstellen und dann kann ich das Bild an Nelson schicken oder die Bilder an Nelson schicken, dann kann er euch die vielleicht heute oder morgen in der Nachfassmail mitschicken, falls er so nett sein sollte. Manchmal ist er ja auch nett. Ja, ich glaube schon. Echt? Gut. Dann schauen wir uns dieses Spiel mal an. So ein Bild, das, was wir hier machen, ist ja einmal Live-Handel, wenn wir das irgendwie hinkriegen. Und auf der anderen Seite ist es ja auch unsere Setups, unsere Art und Weise, mit unseren
Leuten, mit unserer Community, mit unseren Kunden, Interessenten und so weiter zu arbeiten. Ich mache ja diese Veranstaltung hier einmal, weil ich ohne Nelson seine Stimme alle 14 Tage gar nicht auskommen würde. Dann würde ich würde ich wochenlang im Kissen liegen und weinen. Und zum anderen, um Händlern zu zeigen, wie wir arbeiten. Das ist unser Plan, so als Beispiel, so erarbeite ich mir morgens meine Setups. Und das haben wir gestern Morgen live in unserem Webinar, welche ich ungefähr 4-5 Mal die Woche mit unserer Community mache. Das haben wir uns gestern Morgen zusammen genau so erarbeitet. Das Bild ist original gestern Morgen aus dem Webinar. Das heißt, der Plan war gestern, wir wollten runter an die 10903, dort eine Umkehrformation packen. Und die haben wir gepackt und wir haben gestern bei der 10905 gelongt mit dem Ziel, einmal hier oben an der 10919 und einmal an der 10925. Und in diesem Bereich hatten wir die Chance, die Position zu drehen nach unseren Marken, nach unseren Zielbereichen, um dann nach unten abzuschmieren. Und es ist schön, dass er sogar den Verlauf fast in dem Zeitfenster gepackt hat, so wie wir es vorhatten. Alternativroute haben wir hier gestrichelt eingezeichnet gestern. Wir sagen, okay, wenn die 10903 nicht reicht, dann gehen wir runter an die 10893, gehen dann hoch an die 25, drehen dann und gehen dann trotzdem runter. Und Ziele hierfür unten sind die 10825 bzw. 10775, die er sich dann ziemlich zügig holen kann oder holen sollte. Ich glaube, das war gestern auch sehr gut nachvollziehbar und das Feedback im Nachmittag-Webinar in der Auswertung gestern war ganz gut. Ich glaube, unsere Jungs, die haben gestern sehr gut gepunktet. Der Plan, den wir haben, ohne Plan geht nichts, ne? Wer kennt noch die Hosenbande? Mächtig gewaltig, Egon. Ne? Wer die noch kennt, der weiß, woher das kommt. Ich hab da mal einen Plan. Das war die Alternative. Wir haben hier die erste Welle, wir haben die erste Korrektur, wir haben die zweite Welle und dann die Korrektur. Der Alternativplan gestern wäre gewesen, wenn er nach oben ausbricht, dass er dann den Rücklauf macht bis an dieses alte Tief, an die 10992. Wir haben noch eine Alternativlinie bei der 10962. Die hätte ich beinahe vergessen. Eine alte Fibo-Marke, wo er dann auch eine Weile gebraucht hat, durchzukommen. Da. Diesen Spike hier unten, der könnte eine Alternative darstellen. Keine Alternative. Mensch, was ihr alles so denkt. So, Alternativroute wäre, nee, das machen wir im anderen Chart, das machen wir hier. Heute haben wir, zack, ich muss das ein bisschen wegschieben, nicht so viel Spielraum hier, wir haben weniger Luft, also haben wir. Ich mache mal eine Route, mache ich mal blau und eine mache ich mal grün. Gell? So. Da unten wollen wir hin. Wir sollten
So, wird ein Schuh draus. Gucke mal. So, erarbeiten wir uns mal ein bisschen was gemeinsam. Okay, ich nehme das mal wieder weg. Dann seht ihr auch mal, wie wir sowas morgens machen. Gell? Dann machen wir uns doch mal einen Plan. Der würde heißen, für mich jedenfalls, wir wollen da unten hin. Da unten wollen wir hin und das recht zügig. Und diesen Plan können wir auf zwei Wegen erreichen. Die Ziele, die wir haben oder die Zielstrecken, die wir haben wollen, die werde ich hier mal so kennzeichnen. Dann kann man die auch von den anderen unterscheiden. Den raus. Demnach machen wir diese Linie hier gestrichelt, weil diese Nummer sollte idealerweise nur mit einem Fake angelaufen werden. Da sollten wir nur mit einem Fake hinkommen. Demnach. Linie A geht da hoch. Immer wieder blau machen. Linie A da hoch. Linie B dann direkt darunter. Das wäre meine Favoritenlinie. Und hier in diesem Bereich sind Short Entries bei circa, wir müssen das heute ein bisschen aufweichen, so genau wie gestern kriegen wir das heute nicht hin, 10886. Peinlich. So. In diesem Bereich hier. Da hätten wir die Short Entries. Sollten wir, und die Linien mache ich jetzt grün, erst nach unten laufen, nämlich in diesen Bereich, bevor wir diese Marken hier oben erreichen, dann kann man diese Nummer hier unten, grün okay, grün geht, dann kann man diese Nummer in der Form handeln, dass man, ich shorte jetzt allerdings noch nicht, sondern da unten hat man dann die Chance, long zu gehen und dann nach unten. Ziel ist in beiden Fällen das gleiche. Das hier ist in beiden Fällen das gleiche. Ziel ist definitiv, erkläre ich gleich, Jörg L. So. Ziel 1108-25 gerundet. Und ups. Das sollte so nicht sein, so sollte das sein. Und Ziel 2, 10775. Und diese Marken können wir
nur gerundet nehmen. Diese Ziele, woher kommen die? Wer weiß es? Was haben wir vor? Yep, der ein oder andere passt ja doch auf. Wir haben noch, finden wir das? Mal gucken, wie weit wir zurückkommen. Wir haben hier noch ein offenes Gap zu verzeichnen. Da aus 2017, früher 2017. Schön, guck mal hier, meine Jungs und Mädels, selbstverständlich, meine liebe Veronika. Jungs und Mädels, die passen hier schön auf. Genau, wir haben hier ein Gap noch zu schließen, was seit fast 3 Jahren darauf lauert, zugenagelt zu werden. Und darauf bauen wir jetzt. So. Und da haben wir unseren Plan für heute. Die Ziele sollten angelaufen werden, damit sie auch Gültigkeit haben. Das heißt, wir sollten entweder hier oben abräumen, hier oben ab und dann runter. Wenn wir erst runtergehen und diese Geschichte beschreibe ich jetzt auch mit einem kleinen Textfeld. So, und das mache ich auch grün, damit ihr auch wisst, wovon wir reden. Wenn erst 10825, dann long bis 1,58, Mensch, 1,0858, dann long bis 1,0883. So, und dann nehmen wir hier ein zweites Zelt, Textfeld und wenn grüne Route können die Long Positionen bei 1,0883 gedreht werden auf Short. So. Das Bild verständlich oder zu durcheinander? Okay, also zusammenfassend, wir dümpeln hier noch rum, solange wir keine Entscheidung haben. Trifft der Markt die Entscheidung grün? Ja, bis circa darunter. Dann haben wir die Route in der Form, die Long-Positionen stellen sich gegen den Trend, deswegen sind die Long-Positionen, deswegen sind, der Lutz will einen Screenshot machen, wie ich ihn kenne, gell? Er hat sich beschwert, es ist nicht mehr im Bild, das Ziel ist nicht mehr im Bild. Ja, ihr könnt euch gerne Screenshots machen, dann wisst ihr auch, wie ich mir sowas erarbeite. So,
Lutz, ich schieb das mal noch ein bisschen hier hin und her, sonst ne, hast du nachher ein Problem, deine Bilder zu lesen, mein Lieber. So. Positionsgrößen muss ja jeder selber bestimmen, darf auch jeder selber bestimmen. Wir sind ja freie Bürger in einem freien Land, sagt unser sprechender Hosenanzug immer. Und in diesem Sinn, wenn wir erst hier runtergehen, dann die Long-Position mit kleinerer oder kleiner Positionsgröße. Diese Position ist nur dafür da, damit wir Munition einsammeln. Damit wir die Munitionskammer füllen, um dann in diesem Fall die Munition hier oben gezielt einzusetzen. Okay? Deswegen die kleinere Position. Hier oben die Position drehen in Trendrichtung mit voller Positionsgröße. Wenn wir die blaue Route einschlagen, die hier da hoch circa, so, um das ein bisschen genauer zu machen, jetzt muss der Lutz nochmal einen Screenshot machen. Hahaha. So. Wenn wir die blaue Route einschlagen, dann wird hier unten, werden die Positionen nicht gedreht, sondern nur in der Form hier runter, wenn die zuerst eingeschlagen wird, hier runter, dann hoch, oben auf Short drehen, fallen lassen. Ziel 10825 bis 10775. Nun kommen wir zu unserer mittelfristigen Geschichte. Wir sind seit 1.10, ich schreibe das mal hier rein, ne, Lutz, damit du auch das weißt. Das sind die Short-Positionen ab 1.10.52. Wer hat die denn noch laufen von euch? Ich will nicht. Okay. Der Sven K. schreibt gerade, er ist rausgeflogen. Warum? Also, unsere Stops dafür haben wir gestern da hingelegt. 10931. Unsere Stops liegen dort über diesem Hoch. Ich habe gestern meine Position, habe ich auch gestern früh im Webinar erklärt. Die Aufzeichnung ist übrigens öffentlich, wie wir uns das gestern früh erarbeitet haben, findet ihr bei uns im YouTube-Kanal. Ich würde vielleicht den ein oder anderen, der neugierig wird oder neugierig geworden ist, und wenn der Nelson das auch darf, dann muss er mal sagen, ja, ich will, wird auch nicht so teuer wie das andere, ja, ich will, würde ich den Link zu unserem YouTube-Kanal mit rüber beamen und die Bilder von heute, dann kriegt ihr die in der Nachfassmail. Ja. Na, da fehlt noch was. Nee, ich will, habe ich schon zu meiner Frau gesagt. Okay. Na, gut. Reden wir nochmal drüber. So. Ich habe gestern Morgen dann nach der Umkehr und hier ist der Plan, den wir hier mittelfristig hatten. Wir sagen, okay, er dürfte rein theoretisch hier zurücklaufen bis dahin oder bis dahin. Wo haben wir sie? Bis dahin. Das wäre auch die zweite mittelfristige Route. Deswegen habe ich meine Position gestern Morgen unten. Gucken wir uns das Spiel nochmal an. Da hatten wir es nicht. Da. Deswegen habe ich meine Position gestern hier unten zum großen Teil glattgestellt und dann hier oben wieder aufgestockt und lasse die jetzt auch laufen. Die
Stops für die Gesamtposition, für die, die nicht nachgezogen haben, die liegen für bei der 1,0931. Und diese Stops, die können wir ganz entspannt jetzt bitte nachziehen über die 1,0890. Ich würde in dem Fall auf die 1,0895 tippen. 1,0895. Diese Position kommt von 1,1052. Das heißt, wir sind dann mit circa 155 Punkten dabei, wenn die Geschichte rausfliegen sollte. Okay, den Plan verstanden? Sind meine Pläne oder meine Sichten, meine Ansichten für den Euro und für den, ja, guck mal. Erste Nummer kommt schon. Und jetzt eine Möglichkeit mit Schmackes raus. Und wer das möchte, so wie ich, nehmen wir mal diese Nummer hier, die lege ich da hin. Eine Short Limit auf die 81,5. Jetzt habe ich die falsche Linie verschoben, das wollte ich nicht. Da gehört die hin. So. Jetzt müssen wir natürlich schauen, den Take Profit, den benötigen wir hier nicht. Wenn er die Route blau macht, fällt er die Route grün weg. Wenn er die Route in blau macht, kommen wir an die 83 bis zu 88 mit einem kleinen Spike. In dem Fall würde ich die Nummer auf 12 Punkte und den Take Profit auf 60 Punkte setzen, weil es gibt ja Phasen, wo man vielleicht nicht am Bildschirm ist. Wenn man nicht am Bildschirm ist, dann sollte man wenigstens sicher sein, dass die Position danach rausfliegt. So ein Gap muss ja nicht gleich geschlossen werden. Wenn die 1,0825 angelaufen werden sollte, kann es ja auch durchaus sein, dass er auf das Gap aufsetzt und erst dann zurücksetzt. Wir wissen es einfach nicht. Und dann muss man wenigstens, wenn man nicht am Schirm ist, das nicht im Blick hat, muss man wenigstens einen Plan haben. Diesen Plan muss man dann auch handeln. Okay. Der macht sich hier ganz gut, der Junge. Jetzt müssen wir hier mal schauen, was da passieren könnte. Okay, die Bewegung hat er schon durch. Auch hier einen Plan machen. Da ist er genau am unteren Ziel. Und jetzt dürfte er rein theoretisch diese Bewegung auch nochmal auskorrigieren nach oben. So, könnte man machen, muss man aber nicht. Auch hier gleiches Spiel, schöne Kante, die er hier durchschossen hat jetzt bei der 1,0720 war auch ein Ziel von gestern. Die hat nach unten immer gebremst. Die hat er jetzt mit Musik durchgenagelt. Das heißt, die kann er jetzt locker nochmal zurückmachen. Und wenn er die bis an die 27 und dann könnte man in diesem Bereich seine Shorts wieder aufbauen, wenn man das dann möchte. Okay, viel mehr will ich zu heute gar nicht sagen. Genau, man kann natürlich auch die Automatismen von dem, also jetzt im Euro, man kann die Automatismen auch nutzen, um eventuell ab
der Nummer, den, wenn er denn greifen sollte, hier oben, ab hier unten, ab 60, die, den Stop automatisch hinterhertrailen zu lassen. Ist nicht meine Baustelle. Ich mache da auch nie einen Hehl draus. Wir zählen zwar zu den größten Anwendergruppen im Stereo-Trader, aber ich glaube, ich bin einer der schlechtesten Anwender oder einer der, der es am wenigsten nutzt. Ich brauche dieses Kribbeln, ich brauche diesen manuellen Handel. Diese ganzen Automatismen sind nicht unbedingt meine Welt. Aber vielleicht kann ja jemand mal ein Bild dazu machen, Lutz oder so, dann würde ich das unseren Paternostern, unseren Clubmitgliedern mal vorstellen. Oder wir machen mal zusammen ein Webinar und dann kann man ja solche Dinge, wenn sich das lohnt, für so eine mittelfristigen Dinge, sowas an, wie man sowas anwendet, können wir gerne im Paternoster-Treffen mal ansprechen. Ja, siehst du, und schon ist der Lutz ruhig. Zack, weg ist er. Das ist wie früher in der Schule, ne? Wenn die Lehrerin immer kam und sagt, Mensch, wer hat Lust, das an der Tafel vorne zu machen, dann musste ich immer ganz dringend pinkeln. Ne? Ist hier nicht anders, ne? Wer möchte nach vorne kommen? Wer möchte das mal erklären? Zack, Thorsten musste auf Toilette. Ja, wer sonst? Mal gucken. Okay. Hier, diese Route. Wenn er die jetzt nicht bis ganz nach oben schaffen sollte, dann kann man natürlich auch den Trendwechsel im 1 Minuten oder in 5 Minuten nutzen, um sich dann hier einzukaufen, reinzuschorten. Wie wird sowas dann pyramidisiert? Wie wird sowas gehandelt? Ich suche mir solche Marken hier, um solche Nummern solche Entries zu erwischen und dann in Trendrichtung dann in die glückliche Lage zu kommen, nach Euro Pro zu pyramidisieren. Und dazu nehmen wir uns jetzt mal, gucken wir uns das Spiel mal an, gestern Nachmittag 16.15 Uhr. Ne, gestern Nachmittag 16.15 Uhr. Jawohl. So. Nehmen wir mal dieses Beispiel. So, da kann man das besser sehen und ich mache die ganze Geschichte mal auf Lutz Seiß. 16.15 Uhr Surferzeit. So. Ich glaube, wir sind uns einig, dass wir gestern ganz sauber einen Abwärtstrend hatten. Das heißt, übergeordnet wollen wir nach unten laufen. Das heißt, übergeordnet, wir waren gestern übergeordnet short, wir wollten die Nummer nach unten short laufen lassen. So, und dann kriegen wir hier einen Schub, dafür haben wir unser Regelwerk, ne? Wir kriegen hier unseren Schub. So, da der Filter rückwirkend nicht so gut wirkt und die Farben verändert. Ne? Und dann gehen wir
hier in die Korrektur. Und jetzt kommen wir mal auf das Regelwerk. Was sagt das Regelwerk Euro Pro? Ne? Und dann haben wir den Bruch, den wir haben wollen, haben wir hier. Dann den Rücklauf in die Wolke und genau hier in diesem Bereich, da sollten wir unseren Entry haben. Wenn ich in so einer Position gefangen bin, in so einer Short-Position und ich mir was suche, wie ich die aufstocke, dann stocke ich die nach Euro Pro auf. Und das war gestern ein klares Signal hier in diesem Bereich. Und ich möchte jetzt mal unsere Euro-Proler oder Forex-Proler mal bitten, auf ihren Chart zu gucken, um mir dann zu erklären, habt ihr diese Nummer gehandelt? Ja, nein. Wenn ja, mit welchem Ergebnis? Wenn nein, warum nicht? Das ist eine selbstgebaute Indikation. Josef S., das ist ein selbstgebauter Indikator, der in der Filtergeschichte hier im Hintergrund übergeordnete Zeitebenen ausliest und der sagt mir hier, wenn der Hintergrund rot ist, kann ich shorten, ist der Hintergrund blau, sollte ich auf Short-Positionen verzichten. Ist der Hintergrund weiß, haben wir einen neutralen Bereich. Regelwerk heißt, dass wir hier runterlaufen müssen, Rücklauf und hier in dieser Wolke, wenn das Regelwerk und die Indikationen passen, holen wir uns hier genau einen Short-Einstieg. Und genau das hier ist das Bild. Und das Gleiche haben wir gestern mehrmals gehabt. Wir konnten es mehrmals handeln. Hier das nächste Mal. Und hier das nächste Mal. Alle waren wir nachher schon in der Nacht. Da lässt man sowas. Diese Szenarien, dieses Regelwerk kann man mehrmals am Tag anwenden. Und mehrmals am Tag ist unser Baby, das ist mein Regelwerk, was mich seit Jahren über Wasser hält und was mich vor 10 Jahren dazu gebracht hat, doch mit diesem Regelwerk konstant Geld aus dem Markt zu ziehen, beziehungsweise auch unsere Community, die aktiven Händler, dazu bringt, konstant hier mit diesem Regelwerk Geld zu verdienen. Wir betreuen immerhin 1500 Kunden, circa über 1500 sind wir inzwischen, kommen wir regelmäßig welche dazu. Wir sind, glaube ich, eine der größten Communities und mit dieses Regelwerk ist unsere Grundlage und das kann man gerne bei uns erwerben, beziehungsweise sollte man es sogar erwerben, wenn man mit uns was machen will. Dazu kommen dann unsere Zielbereiche. Hier, wie man sie hier sehen kann, die werden morgens automatisch angezeigt ab 7 Uhr. Nach denen handeln wir ähnlich. Da sieht man es, das war unser Lauf gestern. Hier unten haben wir gelongt, hier oben haben wir die Position gedreht und haben das ganze Ding dann wieder fallen lassen. Ähnliches Szenario wie das, was wir heute anstreben, nur dass wir eventuell auf die Long-Position von unten verzichten müssen, weil die eventuell heute nicht kommt. So, liebe Gemeinde, und damit bin ich mit meinem Latein auch schon so ziemlich am Ende und hoffe, ich habe euch heute nicht zu dolle gelangweilt. Bilder oder Bild von heute hier mache ich fertig, schicke ich als JPEG an unseren lieben Nelson und den Link vom YouTube-Kanal schicken wir ebenfalls an Nelson, den kriegt er dann in eure Nachfassmail.
und könnt auch dieses Video heute dann öffentlich abrufen, weil ich werde es im YouTube-Kanal veröffentlichen. Und der Nelson, wenn er die Aufzeichnung verwerten möchte, darf die heute ebenfalls verwerten. Sehr gut. Sehr gut. Oh, das habe ich in der Schule aber selten gehört. Sehr selten. Sehr gut war sehr selten. Ich kam immer nach Hause mit einer 4 oder so, und da hat meine Mutter mit mir gemeckert. Und dann habe ich gesagt, wieso meckerst du, Mama? 4 ist bestanden, bestanden ist gut und gut ist 2. So. Und fertig war ich damit. Okay. Ben. Ja. Und 2 macht 2 Eistee, ne? Der Lehrer hat doch bestimmt zu dir sehr gut gesagt, wenn du nach Hause gegangen bist, oder? Ja, genau, der war happy, dass ich gegangen bin. Ja, dann habe ich gesagt, Mensch, Thorsten, komm doch mal wieder, wenn du weniger Zeit hast. Wenn keine Fragen dazu sind, dann würde ich mich jetzt auch verabschieden und würde ganz gerne ein Dankeschön an Nelson rausjagen, dass wir mal wieder, war eine schöne Viertelstunde, dass ich euch ein bisschen was erzählen durfte hier von dem, was wir so tagsüber so treiben in unserem illustren Haufen und euch zeigen durfte, wie wir unser Geld verdienen. Sind ja doch ein paar Leute, die immer wieder kommen, ne? Winifrido. Ach, keine Feier ohne Meier, ne? Ich merke mir sogar Gesichter. Der Winnie Z, glaube ich, den habe ich das erste Mal 2009 auf der WOT getroffen. 2009 habe ich auf der Bühne damals beim Live-Trading 1,9% vom Konto gemacht. Das saß er unten im Publikum. Und danach fast jedes Jahr habe ich ihn am Messestand getroffen. Auf immer wieder. Okay, dann werde ich mich jetzt mal verabschieden, ein bisschen was anderes machen. Unsere Order hier oben liegen, unser Plan steht auf, es steht auch, der steht nicht auf, der steht auch. Super, wenn er heute auch noch funktioniert, dann können wir ganz entspannt und happy ins Wochenende gehen. Ich arbeite immer nach dem Motto, wenn es scheiße war, dann sagt es mir, dann dürft ihr mir gerne eine Mail schicken oder auch euer Feedback, könnt euch auch gerne bei Nelson ausweihen. Hat auch der M. Nelson, hat auch den Spitznamen Nelson Kummerkasten. Also da könnt ihr euch auch gerne beschweren, wenn es geil war oder wenn es euch gefallen hat, dann sagt es gerne weiter. Dazu gibt es die Medien, gibt es die öffentlichen Medien, dafür gibt es die Social Medias. Auf der Facebook-Seite von FX Flat oder sonst irgendwo, dann erzählt es gerne weiter. Wir freuen uns, wenn die Hütte hier immer voller wird. Und ich glaube, ein bisschen Werbung ist da auch erlaubt. In diesem Sinne sage ich jetzt tschüss, tschüss, moin, moin, euer Thorsten. Bis in 14 Tagen oder so, schätze ich mal, ne? Richtig. Prima. Vielen, vielen Dank, Thorsten. Vielen Dank an alle Teilnehmer. Noch einen schönen, erfolgreichen Tag. Passen Sie auf Ihre Positionen auf. Und Thorsten hat es gesagt, Aufzeichnung kommt online. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.